Alles brennen. Morgen. Wir haben beim Rebellenhaus zuerst einmal alles ausräumen müssen. Da standen Tische drin, Regale. Dank am Chris haben wir dann Equipment gekriegt oder ja, Polster, Möbel und alles zum Ausstatten. Wir haben mit Graffiti-Dosen die Wände besprüht, wobei wir natürlich davor als Grundlage Tapeten hergenommen haben, die wir draufgeklebt haben, damit man da nichts kaputt macht. Nein, aber die Wand ist auch schon okay aus. Mit den gesprayten Wänden, mit diesen alten Möbeln, zerfetzte Vorhänge und was weiß ich. Und überall in jeder Ecke siehst du immer wieder jemanden rumlungern. Ja? Da mal eine Bierflasche und da. Das hat was gehabt. Das war irgendwie auch geil mit dem Nebel. Mit sogenannten Autopoles haben wir dann Lichter oben in den Wänden geklemmt, mit denen wir dann den Raum ausleuchten konnten. Hat den Kameramann sehr gefreut. Und 011 läuft. Wir haben uns entschlossen, das Set so aufzubauen, dass wir 360 Grad filmen können. Sprich, die Kamera einmal komplett rumdrehen und es ist kein Scheinwerfer im Bild. Und das ging ja relativ gut. Wir hatten an der Decke eine Softbox, außenrum Scheinwerfer. Und ich finde, das sieht auch super aus. Es war eigentlich ein tolles Set. Eine witzige Anekdote auch in diesen... Im Laufe der 3 Drehtage war Bornis Handy. Ja, unser Tontechniker in dem Fall. Ja. Haushalt 1x1, was macht man mit dem Müll, bevor man die befüllt? Mülltüten. Irgendwann im Laufe des ersten Drehtags, glaube ich, in den 3, hat er gemeint, scheiße, ich habe mein Handy verloren. Und es wurde wirklich eine Menge Zeit investiert, auch immer in den Drehpausen, wurde gesucht, wo kann das Ding sein? Das gibt's doch gar nicht, ja? Auf jeden Fall am ersten Tag absolute Verzweiflung, okay, wir haben es nicht gefunden, scheiße. Und irgendwann im Laufe des Drehs, ja, wir waren gerade mitten in einem starken Dialog. Ja, Lucke ist ihm hinterher, weiß, wo er wohnt. Ich habe gerade mit ihm telefoniert. Alles. Ey, Mann, mein scheiß Handy hier. Das ist mein Haus. Psst, du musst der doch. Nein, es vibriert tatsächlich das ganze Sofa. Wie kann es sein, dass ein Handy drin ist im Sofa? Das ist mein Wecker! Das ist mein Wecker! Er ist ein leichter Schlüssel. Ja, er verliert ständig Sachen. Leute, das ist die einzige Gelegenheit, es zu finden. Wie ist das da reingekommen? Das ist genau hier. Komm, das mal auseinander, Basti. Ich hab's. Wie hast du das da reingekriegt? So! Schön. Und das große Rätsel ist, wie kommt es da rein? Wie kommt es in die Couch, in die Requisite rein? Gegen Ende habe ich halt gemerkt, weil wir haben keine Fehler gemacht bis jetzt. Ja, vor allem unser Longshot, ja? Wo unser bäriger Riese in den Raum reingestürmt kommt. Ja? Wir hatten super Leute am Set. Unabhängig davon, dass sie gute Schauspieler waren. War unglaublich spaßig immer. Und ich muss immer an den Matthias denken, der dann beispielsweise mal in der Drehpause Nasskuhl-Geräusche von sich gegeben hat. War ja wunderschön schaurig. Der Dach war mit Ton. Okay, dann, also ich bin Matthias Hartor und ich spiele den Lücke hier in der ganzen Produktion. Das ist mehr oder weniger der Psychopath von der ganzen Truppe und durch einen kleinen Zwischenfall in der ganzen Geschichte, der da passiert ist, rastet dieser Charakter irgendwann mal komplett aus. Fick dich, Alter! Ja. Ich reiß mir den Arsch auf und du? Ich will, wenn du deinen Döner gegen die Wand schmeißen würdest. Schon. Gegen die Tapete darfst du. Echt? Also ich heiße Isabel Boni. Und ich spiele Darlene. Und Darlene ist die Freundin von Tektor. Und ist auch in dem Rebellenhaus. Und der gefällt das nicht so gut, dass sich die dass sie so viel Scheiße bauen. Vielleicht auch irgendwie ängstlich oder einfach ja doch mütterlich besorgt und. Ja. Also ich bin Max. Ich spiele hier den Tom.
Und Tom ist eine Person, die in dieser Rebellengruppe mitgehört, sich ein bisschen auch immer gegen Tecto und Lücke auflehnt. Einfach nicht. Ihr verblendeten Idioten, ihr checkt es nicht! Also Tom ist in einer Beziehung mit Jimmy. Tom wird es dann irgendwann zu viel und er verlässt einfach diese Rebellengruppe und verlässt das Haus und lässt sie halt einfach ihr Ding drehen. Also mein Name ist Leonie und ich spiele die Rolle der Tanja. Die Tanja, die nimmt gerne Drogen. Das ist ein paar Bestes. Ich meine schon. Zieht sich auch gerne Freizügige an und lebt eigentlich so ein bisschen in ihrer eigenen Welt. Und jetzt? Die vertuschen das doch. Bei unserem Team haben sich dann relativ schnell zwei Gruppen rauskristallisiert. Nämlich die eine Gruppe, die beim Dreh aktiv war. Und die andere Gruppe, die eben aufgebaut hat. Bei den Umbaupausen war es meistens so, dass die Schauspieler dann ihre Pause hatten. Und beim Dreh selbst dann hat die Techniker ihren Schlaf. Und als Kameramann hat man halt das losgezogen, dass er beim Aufbau das Licht machen muss und beim Dreh selbst dann die Kamera, weshalb die zwei Wochen nicht unanstrengend waren. Ich hatte bisher riesen Spaß. Schöne Rolle und das Team ist lustig und macht hier einfach viel Spaß. Funktioniert alles, so wie es soll. Und um das hinzukriegen, war einfach nochmal Hut ab ans Team, sowohl hinter als auch vor der Kamera. Das war klasse. Hat mir sehr gut gefallen.